Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards. Wir kämpfen uns durch die neuen Horden, immer noch muss man ja sagen. Wir sind jetzt mittlerweile nach Horde 6, sprich die letzten drei kommen. Und wir möchten gerne noch ein bisschen Zeug lernen. Ja, und uns über die Königin unterhalten. Richtig, da wir ja vielleicht noch ein Gift bekommen. Da haben wir ja so Andeutungen gehört. Das hätte ich ja jetzt schon wieder vergessen. Immer noch am Leben? Ja, sicher. Machen wir erstmal Kampf. Könnt ihr uns noch etwas beibringen? Kampfübungen sind immer gut. So, was sollte er denn noch lernen? Also wir haben ja jetzt hier schon uns gezielten Stiche, Todesstoß. Richtig, richtig. Rüstung hat er ja nicht, ne? Kampfgespür, Klingentänzer, warum können wir Klingentänzer nicht lernen? Ach, können wir hier wohl nicht lernen bei der. Die kann es einfach nicht, meinst du? Ja. Den kann er auch. Du könntest den Wuchtschlag lernen. Oben links. Wir haben noch keinen Passierschlag mit ihm. Doch, haben wir, ja. Gut, das Blaue können wir lernen, das sollten wir uns merken. Warum sollten wir den Wuchtschlag lernen? Das wusste ich. Wenn wir hier diese Finte schon haben und... Ja, halt nicht. Hieb. Ja, gut, kann man mit dem... was hat er denn hier so? Wie sind er mit dem Speer? Kann er eh nicht machen. Stimmt. Dann lernen wir das besser gar nicht. Ja. Ja gut, dann lernen wir wahrscheinlich doch nichts mit ihm, ha? Waffentalente. Gut, ja, das können wir machen. So, den Speerbehälter ja bei. Dann stecken wir da ein bisschen Punkte rein und dann hier noch in die Grundwerte. Da machen wir am besten so Körperkraft. Jo. Davon profitiert er am meisten. Hier alles blau. Ja gut, du hattest jetzt nur das eine angeguckt, aber... Diese Asselkönigin. Also vergleicht man das ja dann erstmal. Das heißt, sie wäre unbesiegbar. Keine Kreatur der Welt ist unbesiegbar. Aha. Ihr wolltet doch, dass ich euch Hoffnung mache. Ja. Ich bin tot. Oder ich werde verrückt. Was denn nun? Diese Kreatur wird mich umbringen. Ich weiß es. Ja, was wolltest du sagen? Ich? Ja. Wie, was? Hast du irgendwas gesagt, als der Dialog begonnen hat? Hab ich vergessen. War nicht wichtig. Du meinst, die Asselkönigin will dich töten? Sie starrt mich an. Sie spricht. Ich schwöre, sie spricht zu mir. Sie dringt in meine Gedanken ein. Irgendetwas hackt sie aus. Keine Angst. Wir töten sie. Na, wundervoll. Bis dahin ist es für mich wahrscheinlich längst zu spät. Könnt ihr diese Riesenassel nicht für eine Weile ruhig stellen? Ich könnte, wenn ich mein Schlafgift hätte. Aber die Monterreys haben mir alles weggenommen. Der ehrbare Marwan Ibn Kadims wünscht keine schläfrigen Kreaturen in der Arena. Haben die Monterreys das Schlafgift noch? Ich weiß nicht. Aber Tiomaris hat welches. Der alte Gladiator. Ohne Schlafgift macht er keine Auge mehr zu. Die Arena macht Gespenster aus uns allen. Oder Männer. Viel Glück. Ah, hier haben wir doch den alten Gladiatoren. Das hat er zumindest auch mal was beizutragen. Ja, der macht hier seine Übungen. Ist auch ganz nett. Lasst mich in Ruhe. Wir haben gehört, dass du ein Mittel gegen schlaflose Nächte hast. Warum gibst du uns nicht etwas ab? War das gerade eine höfliche Frage? Das habe ich hier lange nicht erlebt. Ach, auch noch duellieren. Immer zu Bohnen. Wir speichern vorher, dann duellieren wir uns. Lasst mich. Meinetwegen können wir uns auch Ja, das ist mir lieber. Ah, mit wem? Er hat ein Schild. Ja, ich dachte, wir machen hier 5 gegen 1 Duell. Das ist kein Duell. Dann würde ich tatsächlich Naurim nehmen. Naurim? Ja. Okay. Der hat ein Schild. Ja, ja. Also ja. Schön, ihr Jungspunde. Naurim so, ne. Wer wird verrückt? Ja. Ich glaube, Naurim geht keiner Schlägerei aus dem Weg. Das ist richtig. Und selbst wenn sie es nicht schaffen sollten, dann laden wir halt einfach wie im echten Leben. Ja, wir gucken ja mal, was jetzt los ist und dann entscheiden wir, welcher am besten ist. Ja, Naurim regelt es. Oh, 65% Chance. Oh, wir könnten hier auch Feuer machen.
Naja, wir schlagen zu. Wir könnten ihn auch einfach totschlagen, ja. Unser Zwerg ist eine Kampfmaschine. Sag ich doch. Na. Ach, was soll's. Hier habt ihr das Schlafmittel. Erfolg. Siehst du mal. Oh, aber kein Geld. Warum sollten wir ihn auch noch berauben? Wie gemein ist denn das? Boron mit euch. Das haben alle. Was kann er uns denn beibringen? Zauber, die haben wir schon gelernt. Richtig. Also stimmt. Wir könnten mit unseren zwei hier noch ihre Grundwerte erhöhen. Ah, lass uns lieber mal ein paar Abenteuerpunkte aufheben. Na, also, wir kriegen doch genug jetzt bei der Königin. Das stimmt, dann mach da nochmal Körper. Guck, was das ja das erhöht. Und ja, das muss ich ja nicht gut vergleichen, weil das weiß ich noch. Aber vielleicht macht der eins das nicht so viel erhöht, die anderen dafür umso mehr. Körperkraft. Er macht, was er will. Richtig. Körperkraft. Was macht denn Mut? Attacke, Initiative. Na, machen wir Mut. Ja. Aber also mich kritisierst du immer, dass ich in sämtlichen Rollenspielen immer nur Stärke und Leben. Nur ganz aufgeweicht ist sie. Was hat sie? Wonach riecht sie, wäre die bessere Frage. Katonka. Drei kleine Wölfe habe ich ihr geschenkt. Der freundliche Mann. Ich werde 7 Tage fasten. Verdammt. Bereit für den großen Tag? Ihr habt nie am Traumkraut gegeben. Sie hat gebettelt. Ich bin kein Unmensch. Es wird ihr die Angst vor dem Tod nehmen. Sie kann unmöglich kämpfen. Sie wird. Und zwar jetzt. Bitte, dass wir heute sterben, Freund. Aber wir sind dämlich. Willkommen, ja, wir hätten Volk das Kraut von Mengmilla. Das Gift noch geben müssen. Genau. Heute treten unsere wackeren Gladiatoren gegen die letzten und tödlichsten der 9 Horden an. Die furchterregendsten Geschöpfe Askaniens erwarten sie. Monstrositäten aus den Abgründen der Welt. Können unsere Helden die unschuldige Aurelia vor ihnen retten? Denn heute muss sie ohne Schutz überleben. Schaudere, Mengbella, und sie! Die unsterblichen Kinder von Araimanius und die Todesräder des Belhalhar! Was? Ach, das ist hier Aurelia. Nein, das sind Borgs. Was? Die Feinde. Ach so. Wer hat denn das Gift hier überhaupt? Schlafgift. Ja, lad einfach. Ja, das wird uns wohl. Ich hoffe, wir haben nach dem Duell gespeichert. Ja, ansonsten machen wir halt nochmal schnell kaputt. Ja. Wem geben wir das Schlafgift? Oh, wir könnten nochmal die Heiltränke machen. Wir könnten das Schlafgift auch einfach demjenigen geben, der es haben wollte. Sprich, dem komischen Meister da unten. Warum? Damit es der Königin schon gibt. Oh, das stimmt. Ja, ich dachte, wir wären uns da einig. Ja, ich dachte, wir können das auch auf unsere Waffe machen. Na, nee, das funktioniert nicht. Leichtes Lähmungsgift. Ja, besser als kein Gift. Gib mir hier mal. Kann sie das auf Pfeile machen? Ja, bestimmt. Wir gehen nochmal einen Mana-Trank kaufen. Oh,
ist ja happig. Spaß kostet halt. So, und den guten Heiltrank geben wir. Er hat schon einen. Geben wir ihr noch den guten. Unser Waldmensch hat auch schon einen guten. Dann kriegt er noch einen schlechten. Und dann versuchen wir mal, ob wir ihm hier das Gift geben können. Man muss nur höflich fragen. Diomaris ist gerne bereit, sein Schlafgift mit dir zu teilen. Wie ehrbar von ihm. Dann hoffe ich, dass die Asselkönigin bald einschläft. Und kein Wort zu Marwan oder den Montarais. Ha. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt gemacht und können den Kampf starten. Vorher gucken wir noch nach den Pfeilen. Gut reichen. Ja, sollten sie. Ich meine schon Schwester. Wir müssen in der kiten. Wild heute treten sind sie alle. Aber wir können jetzt sie hier auch benutzen, ne? Sie kann Schaden nehmen. Vielleicht können wir sie befreien. Können wir irgendwo sehen, was das Traumkraut veranstaltet? Ja, sie hat doch bestimmt einen Debuff. Nee. Gut, dann wird es wohl irgendwas mit ihr machen. Nutzen wir die Hebel. Ja, dann kommt dieses Todesrad in Aktion. Ja, das ist cool, mach mal. Also da ist einer. Gut, in der Mitte sind die meisten Nahkämpfer. Dann bewegen wir ihn mal hier hin. Und dann kann er da vielleicht auch mal die Nebel benutzen. Also sie läuft hier irgendwo in Position. Ja, aber bitte nicht direkt neben diese Todesräder. Ja, wir halten mal zwei Abstand. Ah, wir können sie hier nicht benutzen. Aber sie kann Schaden nehmen. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Richtig. Und damit ist ja auch klar, dass die nur zwei Felder höchstens Schaden machen. Weil ja, sonst würde sie Schaden bekommen. Ja, man weiß ja nicht, wie fair das Spiel ist. Ach, sie können wir gar nicht steuern. Sie macht, was sie will. Ja, so ist das im Rausch. So, jetzt können wir das wahrscheinlich benutzen und dann gibt's Feuer. Na, oder auch nicht. Seltsam. Naja, wir warten mit ihm hier noch hier eifrig. Ah, hattest du eigentlich mal geguckt, ob es einen Patch gibt? Ja, gab noch keinen. Unerhört. Er ist halt wirklich ziemlich doof, ne, wenn man diese Offensivzauber nicht benutzen kann. Ja, gelinde auch erstmal schöne Wunde geschlagen. Ja, wir haben auch ziemlich viel Schaden gemacht, also ein Drittel. Ja. Wenn die wohl so 60 Leben haben, in der 50. Nicht 20 Schaden gemacht. 15. Okay. Glaube ich. Dann waren wir schlechter als ich dachte. Gut, der Magier tankt jetzt drei Nahkämpfer. Nein, macht er nicht. Doch. Er ist aber nicht der Magier. Ah, ja, aber unser Zwerg. Ja, der schon. Der zaubert auch. Sie trifft. Ja, aber was? 6 Schaden. Na, immerhin. Immerhin. So ein Todesstoß. Ja, der war gar nicht schlecht. 3 Wunden hat er jetzt. Der ist ja quasi fertig.
Zum Glück habe ich hier Körperkraft geskillt. Ja. Wir können doch keine Wunden und Gift heilen, ne? Nee, aber oben links steht so ein Trinkbottich. Jetzt weiß ich nicht, ob man den benutzen kann, weil das steht eigentlich außerhalb. Wir gucken einfach mal. Ja. Gut, dann müssen wir vielleicht, und da oben ist auch einer. Wir lassen nur einen Fernkämpfer am Leben. Und dann können die Wunden haben, sich dann heilen. Richtig. Also eigentlich müssen wir noch gar nicht heilen mit ihm. Ist auch richtig. Dann machen wir hier mal so einen Buff. Ich bin vergiftet. Oh, das Gift hat natürlich 11 Schaden gemacht. Was? Oh. Ja. Das kam unvorhergesehen. Richtig. Naja, machen wir es in der nächsten Folge. Richtig. Bis dahin.